Das ist keine Finanzberatung, nur meine persönliche Meinung. Nein, ich bin kein Anlageberater. So, meine Lieben, es ist einfach nur geil. Wir haben uns ja gewundert, warum Archimie Pay zum Beispiel die letzten 2 Tage gestiegen ist. Ich habe euch ja vor ein, 2 Monaten erzählt, dass sie natürlich ihr Produkt oder ihr System gerade in Richtung Asien natürlich auch noch ein bisschen erweitern wollen. Und genau das ist passiert. Das ist passiert bei Archimie Pay. Bei Ripple, ja, da gibt es was Neues. Natürlich einen neuen Big Player, der jetzt ins Spiel auch gekommen ist. Der soll sogar, das ist das Geile, der soll sogar tatsächlich die Blockchain, weil das ist ja ein Scam, ne, wissen wir, die Blockchain von Ripple bei sich integrieren wollen, was natürlich auch mega fett ist. Aber schauen wir zuerst natürlich auf den Markt. Da haben wir mal wieder unsere Bubble. Sieht natürlich aus wie, ja, eine Katastrophe, eine Vollkatastrophe. Aber nein. Wir müssen immer wieder bedenken, was für einen Aufstieg wir hatten in der letzten Zeit, ganz klipp und klar. Und wie soll ich das sagen? Es ist eine normale Reaktion. Ich würde mal sagen, es ist eine leichte, schöne Kurskorrektur. Klar, den einen hat es mal richtig weggehauen, den anderen ein bisschen weniger und steigt auch. Aber nichtsdestotrotz, schauen wir mal auf Archimie Pay. Archimie Pay? Mega. Wieso? Werdet ihr gleich erfahren. Ansonsten ist der Markt ja gut. Wir haben eine schöne Korrektur gerade am Laufen. Bei den Altcoins sowieso. Die sind ja auch gut gestiegen. Na gut, bei XRP. Deswegen gibt es auch nur eine kleine Korrektur. Hat mich, um ehrlich zu sagen, gewundert. Normalerweise hätte ich gedacht, oh Scheiße, jetzt geht's los. Aber nein, irgendwie XRP will nicht richtig fallen im Moment. Und Gott sei Dank, wer weiß, wo wir sonst gelandet werden. Ne? Weil wir wissen ja, dass wir immer so um die 10% locker dann runter haben. Und von daher ganz entspannt bleiben. Ne? Wie gesagt, XRP bei 55%, 55%, 55 Cent, Bitcoin bei 51.000. Gott sei Dank hält er die 50.000er Linie. Das ist schon mal sehr gut. Von da aus kann er wieder gut durchstarten. Schauen wir natürlich mal an, wo es landet später. Aber ich denke, er hält die 50.000er, Gott sei Dank. So, meine Lieben, jetzt kommen wir aber mal zu dem Schmutz von Archimie Pay. Der NFT-Checkout von Archimie Pay vereinfacht den NFT-Kauf mit Integration wie Alipay Hongkong. Alipay ist sowas wie das PayPal in Europa und gehört zum AliExpress-Konzern. AliExpress ist der Amazon Chinas, sprich normalerweise ganz Asien, ne? Also AliExpress macht sogar mehr Kohle als Amazon. Achmi Pay, ein führender Anbieter von Fiat-Krypto-Zahlungslösungen mit Sitz in Singapur, hat seine Zahlungsmöglichkeit durch die Integration von Alipay Hongkong, Dana, Kris und GCash in seine NFT-Checkout für Nutzer in Hongkong und Südostasien erweitert. Durch die Unterstützung dieser Zahlungskanäle hat Archimie Pay die Bequemlichkeit regionaler Zahlungsmethoden wie Alipay Hongkong auf den NFT-Markt gebracht und den direkten Kauf von NFTs zugänglich als je zuvor gemacht. Dies bedeutet insbesondere, dass Benutzer in Hongkong Alipay Hongkong jetzt bequem für mühelose NFT-Käufe nutzen können. Mit dieser Integration stärkt Alchemy Pay seine Position auf dem südöstlichen Markt, indem es eine größere Nutzerbasis, den Zugang zu NFT über ihre vertrauten lokalen E-Wallets ermöglicht. Besonders hervorzuheben ist die Integration mit Alipay Hongkong. Das ist so das Geile, ne? Alipay, alter Schwede, wenn das jetzt in komplett Asien passieren würde. Ich gehe natürlich ganz stark davon aus, dass es natürlich über eine gewisse Zeit dann komplett in Asien verfügbar sein wird. Nicht nur in Hongkong, sondern Alipay, ganz Asien. Dann sehen wir einen ganz anderen Kurs. Ne? Aber ihr seht, selbst so eine doofe Nachricht, die eigentlich mega geil ist natürlich, hat den Kurs mal eben hüpfen lassen. Und bei XRP, geile News, nichts passiert. Ich finde das immer wieder köstlich. So, mal was von Interessantes von Doc Azzarola. Nee, Dankeschön nochmal dafür. Er hat mal, das ist im Endeffekt was zum Lachen, ne? Forbes Business Experte. Also es ist ja sowieso jeder ein Experte. Ihr seid natürlich auch alles Experten. Forbes hat festgestellt, dass der Preis für XRP innerhalb der nächsten 4 Wochen wahrscheinlich zwischen 219 Dollar und 498 US-Dollar liegen wird. Das ist zwar schön und gut von Forbes Experten, aber wie soll das zustande kommen? Ne? Würde jetzt zum Beispiel, wüssten wir oder würden wir es mitkriegen, dass komplett global jetzt alle Banken damit starten würden?
Dann würde ich sofort das unterschreiben und sagen, okay, in 4 Wochen kriegen wir. Absolut. Ne? Wenn global aber wirklich alle Banken, alle, sagen wir, komplette SWIFT-Konten darüber dann natürlich Stück für Stück transferieren, in den 4 Wochen kein Thema dann. Aber so lassen wir es einfach mal so stehen und schmunzeln ein bisschen drüber und gut ist. Ja, was haben wir hier Neues? Neuer XLS 60D-Vorschlag. Stellen Sie AutoBridge auch für Zahlung standardmäßig zur Verfügung. AutoBridging ist eine native Funktion der XRP Ledger dezentralen Börse DEX und ermöglicht den Handel zwischen ungewöhnlichen Paaren, in dem XRP als Zwischenwährung verwendet wird. Das ist so ein kranker, geiler Scheiß, ne? Ich zeige es euch natürlich. Also, wenn das tatsächlich kommt, Leute, mega. Und wenn wir sich vorstellen, dass jetzt natürlich auch noch andere Börsen das mitmachen würden. Kranker Scheiß, was dann für ein Volumen über den XRP-Ledger laufen wird, ne? Müssen wir ganz klipp und klar sagen. Und ganz ehrlich, wir wissen ja, wie teuer XRP beim Transferieren ist. Wir wissen ja, was für Kosten das hat. Was gibt es Geileres, Leute? Was gibt es Geileres? Hä? Mega, mega. Also XLS 60D müssen wir uns merken. Es könnte eine Bombe werden. Ripple landet neue Großnutzer. XRP-Integration folgt. Alter Schwede, was geht ab? Das Feintech-Schwergewicht Ripple Labs einen weiteren Großkunden an Bord geholt hat und einen Link zum Feintech-Bericht 2024 Ägypten geteilt. Es geht da um den prominenten und pseudonymen Mitglied der Ripple Community auf der X-Plattform, früher bekannt als Wok, hey, nee, V-Cayman, der das mal rausgehauen hat. Oh, sorry. In dem Bericht heißt es, dass die Commercial International Bank CIP mit Sitz in Ägypten nun mit Ripple zusammenarbeitet und dessen Blockchain-Technologie zu integrieren, um die Effizienz grenzüberschreitender Zahlungen zu verbessern. Cayman fragte mich, ob die Banken im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit Ripple auch den XRP-Token selbst integrieren wird. Ripple gewinnt Großkunden in Ägypten. In einem Tweet merkte Cayman an, oder wie Cayman, dass vor dem Onboarding der Commercial International Bank CIP oder CIP, IB, nicht PB, Ägypt der einzige Ripple-Nutzer aus Ägypten war, der bestätigt wurde. NBI, die National Bank of Ägypten, in Zusammenarbeit mit der Kryptobörse Lulu. Dies ist der Partner von Ripple mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also, Leute, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Also, das ist natürlich jetzt keine Anlageberatung, ne? Aber wer zum Beispiel noch keine XRP hat, sollte sich mal vielleicht das Unternehmen Ripple angucken und wirklich ganz genau schauen, wie weit die verflochten sind, auch mit ihren Partnern. Das dauert natürlich ein paar Stunden, aber bevor man investiert, sollte man wirklich gucken, um wirklich zu sagen zu können, okay, XRP ist mein Ding, aber bevor ihr das tut, müsst ihr ganz klipp und klar auch im Klaren sein, XRP ist kein Pumpcoin. XRP wird verwendet und dann steigt der Kurs enorm. Von daher bleiben wir natürlich weiter gespannt. Es wird einfach gigantisch, Leute. Es wird gigantisch. Jetzt ist es auch Ägypten. Und man muss auch dazu sagen, Ägypten, oh, tut mir leid, die wollen in die BRICS-Staaten mit rein, ne? Nur so viel dazu natürlich, ne? Weil es kommen ja immer wieder die gleichen, die dann immer wieder sagen bei mir, ja, aber Ripple ist ja ein US-Konzern. Die BRICS-Staaten werden ja bestimmt kein US-Konzern nehmen. Leute, es geht hier um die Blockchain-Technologie. Ripple ist global und da spielt das keine Rolle, wo sie ihren Sitz haben. Ich weiß, viele denken natürlich anders, weil, oh, BRICS und der Westen sind ja im Endeffekt fast verfeindet, kann man sagen. Weil, naja, gut, beide Seiten sind nicht ganz ohne. Das spielt keine Rolle in der Finanzwelt. In der Finanzwelt gibt es keine Politik. Da geht es nur darum, was ist schneller, was ist billiger. Besonders was ist billiger und am besten und sichersten. Bingo. Und da ist Ripple natürlich die Nummer 1. So, wie ihr seht könnt, wir müssen auf das Upgrade warten. Es ist noch nicht draußen und solange wird sich da auch nichts verändern. Sobald das Upgrade draußen ist für den XRP-Ledger, denke ich schon, dass wir so in ein, 2 Wochen dann erheblich viele Änderungen hier sehen werden. Vielleicht werden auch einige dann schon wieder, na gut, der Market Maker sowieso wird dann wieder positiv die 14 Tage laufen. Und bei den einen oder anderen wird das sicherlich dann auch passieren.
So, meine Lieben, genug geschnackelt für heute. Bevor wieder jemand schreibt von wegen, das ist ja nur doof abgelesen, das ist ja scheiße. Braucht man sich nicht angucken, das Video. Reden wir lieber selber mal ein bisschen wieder. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Erstmal grüße ich euch. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Dienstagabend. Ich hoffe, euch geht's auch gut. So, Doc Azzarola, moin. Grizzly, halli, hallo, hallöle. Papi spielt, Grüße, Familie. Kaleido, guten Abend. Qualmes, Moinsen, Speedidi, Gruß in die Runde. Weltglück, halli, hallo an alle XRP-Träumer in 24. Ach, mein Freund, ich träume gerne und wir werden sehen. Ne? Wir werden beide es sehen und erleben. Marian, hi zusammen. Indalo, Grüße. Moors, halli, hallo. Emhorn, guten Abend, MC und alle zusammen. Otturan, moin Marcello und die Mannschaft. Androdon, moin zusammen. Mike, hallo Meister MC und Schüler des Kryptozaubers oder Fluchs. Grüße. Ja, das ist so die Sache. Reißen wir uns alle gemeinsam in den Abgrund oder werden wir gemeinsam schöne, fette Profite sehen? Ich gehe eher davon aus, dass wir richtig schöne, fette Profite sehen werden. Ob es mit XRP jetzt schon ist oder eben halt mit den anderen. Aber wir werden gute Profite machen, auf jeden Fall. Hey, hallo MC, Grüße an alle. C. Clemens, moin, ahoi. Guanya, hallo zusammen. Aufstieg, ja, aber XRP kaum. Natürlich. Warum sollte es jetzt auch aufsteigen, denn? Es geht noch nicht, weil es ist ja noch nicht die Verwendung da. Guanya, bist du eigentlich Roger von YouTube? Kaleido, XRP heute wieder enttäuschend. Erst auf 57 Cent hoch und dann richtig runtergeknallt. Naja, du musst auch bedenken, wie die Marktsituation ist. Ne? Du siehst es, hast es ja bei den anderen gesehen und wir können vom Glück reden. Und im Endeffekt müssen wir sagen, geil XRP. Jetzt fragst du dich, warum? Spinnst du? Ja, das sowieso. Aber guck dir an, 1,2% nur minus. Guck dir Solana an. Ne? Also es ist noch recht entspannend bei uns. Cardano 3% runter. Ne? Die anderen, ich meine, wenn wir das so angucken, ist XRP gar nicht mal so verkehrt gewesen bisher. Von daher, ich mache mir da keine Sorgen. Ne? Und selbst wenn der mal um 5 oder 10% runterrasselt, ganz ehrlich, stört dich das? Also mich stört es nicht. Erstens, wir haben keinen Bullenmarkt und zweitens, die Verwendung ist noch nicht da. Also von daher ist mir das im Endeffekt scheißegal, wie die Kurse sind. Mich freut es natürlich, weil ich will ja noch diese Woche nachkaufen, aber ist doch egal. Transatlantic hat mit Prime abonniert, zum 5. Mal schon. Dankeschön. Moin MC Community. Langsam leckere Kurse. Muss nur noch bis Ende diesen Monats anhalten. Aber bei meinem Glück egal. Du, mir ist es auch egal. Ne? Ich, wie gesagt, ich will V-Chain nochmal kaufen. Wäre der jetzt bei 5 oder 6 Cent gelandet, würde ich ihn auch bei 5 oder 6 Cent kaufen. Ist mir egal. Mich freut es natürlich, dass er wieder im 4 Cent Bereich ist. Vielleicht schafft er es noch. Das glaube ich nicht. Aber im 3 Cent Bereich zu gehen, wäre geil. Aber ist mir egal. Auch bei 4 Cent. Ist ein guter Kurs. Kaleido, Zuschauerserie, 40 Streams, oh, Glückwunsch. Hubal, hallo MC, schöne Grüße an alle. Tribun, grüß dich, mein Imperator und der Rest der Truppe. Taucher, hallo, Grüße. An die XRP-Bande und dir MC, den Bandenführer. Um Gottes Willen, nein, um Gottes Willen. Ich bin nur ein Trottel, weißt du doch. CryptoWited, moin zusammen. Hey, Chef ist auch wieder an Bord. Startrampe, guten Abend MC und die XRP-Bande. Abu Rashido, moin MC, ich brauche deine Hilfe. Ich habe Veracity auf die Vera Wallet und wollte die Veracity zeitnah auf eine Börse schicken. Muss ich auf die Börse Ethereum kaufen oder werden Gasfees automatisch abgezogen? Bei der Vera Wallet weiß ich nicht. Also wenn du auf der Vera Wallet nicht irgendwie auch Ethereum hinschicken kannst, dann wird wahrscheinlich die Gasfees von der Vera Wallet automatisch, also sprich deine Veracity, werden umgewandelt in Ethereum, das was sie brauchen, und wird dann davon natürlich abgezogen. Weil die Vera Wallet kenne ich mich nie aus, da schicke ich nichts hin. Ne? Ich weiß, man kann da gut staken, da kriegt man auch gute Prozente, aber es ist halt Software Wallet, ne? Und da halte ich mich immer fern von. Musst du mal gucken, also, oder probier es einfach mal aus, bevor du Ethereum extra kaufst. Also aus der Börse musst du keine Ethereum kaufen, normalerweise. Das tauschen die Börsen normalerweise immer automatisch dann um die Transportkosten, also einen Teil von deinem Veracity in Ethereum dann, um die zu transferieren.
Danger Noodle, moin MC und hallo alle zusammen. Heute mal wieder live dabei. Ich bin reif für die Insel. Wer noch? Nee, heute nicht. Heute nicht. Ich will doch nicht. Ach was, die. Ein Glück hab ich. Drei Archimie. Ja, Gott sei Dank, ne? Ich habe nur einen, aber das reicht mir auch. Ne? Wenn der bei einem Dollar ist, dann habe ich einen Dollar Gewinn gemacht. Ist doch schön. 23. Was denkt ihr, wie lange es noch dauert, bis sowas wie Personalausweis und Reisepass endlich als NFT auf der Blockchain abgelegt werden? Dadurch wäre ja jegliche Sozialsystemmissbrauch endlich Tor und Riegel davor gestellt. Also in Europa, also sagen wir so, in Deutschland, denke ich, das dauert noch Minimum 10 Jahre. Asien, denke ich, wahrscheinlich sind sie schon dabei, Vorbereitung und Testphase sicherlich, machen sie irgendwo sicherlich auch schon. Und ich denke, innerhalb von 5 Jahren außer Deutschland werden alle das dann machen. Armageddon, guten Abend an alle. No Patsy, hey MC, Quimus, hey Bert. Stimmt, 23, an sowas habe ich noch gar nicht gedacht, Reisepässe und Personalausweis so zu machen. Geile Idee. Mann, warum komme ich nicht auf sowas? Tribun, Insel wäre super. Zika, hallo alle zusammen. Doc Azarola, wenn wir den Rückstand bei der Digitalisierung aufgeholt haben. Sorry, wenn ich das so sage, Doc, ne, aber das sehe ich ganz schwarz. Also für mich ist Deutschland ja, tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber es ist ja wirklich so, was Digitalisierung betrifft, ist es nun mal ein Entwicklungsland, ne? Es ist nicht rückständig, es ist sogar ein Entwicklungsland. Selbst im Gegensatz zu ganz Europa. Also, tut mir leid, als Industrienation und dann sowas nicht hinkriegen, ist ein trauriges Signal. 23, es muss passieren. Transatlantic, mir egal, wie Forbes die Kurse zusammenbekommt. Ich nehme alles über 300 Euro. Ja, natürlich, aber ich würde es auch schön finden, wenn man natürlich eine Begründung hätte und nicht mit charttechnischen Scheiß da kommt. Ne? Wenn du danach gehst, wird fast jeder Coin von jetzt an bis zu den 1000 Dollar hochgeballert, ne? Weil es sieht eigentlich gut aus. Nur ich bin ja einer, ich würde auch gerne eine Begründung immer dazu haben. Ne? Weil das würde mich interessieren. Wie kommen solche auf diese Idee? Ich habe ja auch immer eine Begründung, wenn ich sage, XRP, dann und dann 1000 Dollar sollten drin sein, ne? Aber ich begründe das ja auch immer und hau nicht einfach raus, ja, XRP in 2 Jahren, ne? Komm, ne? Weltglück, da wird mindestens 10.000 Dollar sein, ne? Wissen wir ja. Ich bin ja auch ein Experte dann, weil ich keine Begründung mache. Producer Club, noch einen Monat und meine XRP sind steuerfrei, dann darf die Verwendung von mir aus starten, selbst wenn nicht alle steuerfrei sind. Wenn die Verwendung startet, geht sowieso der Kurs permanent wahrscheinlich monatlich, wöchentlich, täglich, immer wieder Stück für Stück nach oben. Von daher kannst du dich immer mehr freuen. Und außerdem musst du es so sehen, wenn deine nicht steuerfrei wären und würde die Verwendung starten, hättest du immer noch einen Grund zu sagen und auch für dich, für die Psyche, nee, ich verkaufe jetzt nicht. Ich verkaufe jetzt nicht. Ne? Johannes, hallo miteinander. Hab heute einen sauer verdienten Batzen in Veracity gehauen und zack ging der Kurs runter. Ist natürlich klar, oder? Sorry, aber was soll ich dazu sagen? Du hast genauso ein glückliches Händchen, genauso ein glückliches Händchen wie ich. Ich finde das schön, dass ich nicht alleine bin. Lopezzi, grüß dich. Empower, die Validatoren zögern wieder mit dem AMM. Es ist nicht zu fassen. Sie zögern damit aus dem einfachen Grund, es muss erst das neue Upgrade auf den XRP-Ledger kommen. Das soll diese Woche kommen. Deswegen sage ich ja, danach, 1-2 Wochen danach, dann werden die Verhältnisse wieder ganz anders. Und ich schätze mal, wenn jetzt zum Beispiel das Upgrade kommen würde, jetzt, wahrscheinlich kommt das erst Freitag und über das Wochenende passiert nichts. Aber wenn das jetzt kommen würde, sagen wir mal morgen, dann gehe ich ganz stark davon aus, dass wir ab Montag schon wieder die volle Punktzahl da haben beim Market Maker und dann würden die 14 Tage wieder laufen. Quimels, mach weiter, Johannes, dann kommen andere günstiger rein. Maximus, hallo an die geile Truppe und hallo Maestro, einen schönen Abend euch allen aus der schlechten Spätschicht.
Das finde ich immer so übel, ne? Spätschicht, jetzt noch arbeiten. Aber kenne ich, habe ich früher auch viel gemacht. Frage, ja, ich gestern auch in VeChain und Veracity reingehauen. Und heute geht's runter. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich will ja morgen wahrscheinlich VeChain kaufen. Armageddon, Alchemy, Veracity und VeChain, Casper, Beam und Turbo machen gute Gewinne 24. Turbo weiß ich nicht, Beam kenne ich nicht, Casper denke ich schon, VeChain auf jeden Fall, Veracity, jo, und Alchemy Pay, jo, aber ich gehe von aus, wenn wir jetzt den Bullenmarkt im Herbst haben, also wenn er ab Herbst steigt oder losgeht, eher gesagt, dann würde ich noch auf März, Juni 25 warten, ne? Aber wie gesagt, das muss jeder für sich wissen. El Chapo, MC King, bringt uns heute die guten News. Sehr gut. Ja, danke schön. An diesen News sehen wir, wie groß XRP wird und was wir alle halten. Hundertprozentig. Deswegen sage ich ja immer, ne, geile News und XRP bewegt sich nicht. Ja, warum auch? Es sind alles Vorbereitungen. Alles Vorbereitungen. Aber dann können wir später sagen, ich sag mal vielleicht in 2, 3 Monaten, wenn es vielleicht losgeht und er hüpft dann, ich sag mal, auf 5 oder 10 Dollar, dann können wir sagen, ja, wir wussten es, ne? Wir würden uns natürlich alle freuen, aber ist doch klar, dass das passiert. Und wenn dann jemand fragt, wieso, weshalb, warum, ja, hast du nicht dich informiert? Ist doch klar, das geht über Jahre schon, die Information. Weltglück, MC, was hältst du von Kryptonomie? Training seriös? Wer ist Kryptonomi? Oder was ist Kryptonomi? Oh, no, me. Oh, welcome to Finance. Okay, was seid ihr denn? Ich glaube, ich habe mir das schon mal angeguckt. Ja, machen wir auf Deutsch. Investieren in der neuen Wirtschaft für digitale Vermögenswerte. Kryptonomi unterstützt die Kryptoprojekte in der Frühphase, die das Web3 und seine dezentrale Infrastruktur aufbauen. Ja, Trustpilot, das wird auch gekauft. Von 2019 schon 3,7 Milliarden Versicherung von Verwahrungsvermögen. Entdecken Sie, warum Hunderte von Tausenden haben sich für Kryptonomi entschieden, um ihre Anlageportfolio zu erweitern, von den ersten Kryptokäufen bis hin zur Teilnahme an Venture-Aktivitäten. Werden Sie ungefiltert von Experten? Ja, das finde ich immer so. Das sind Experten? Ach du Schande. unsere Vision. Investment 74 Millionen. Verarbeitet in 5 Plus Jahre, unterstützte Projekte, Schwerpunkt Web3, DeFi, Metaverse, Ihre Investition, Ihre Freiheit, Lunchpool, verdienen Sie bis zu 180% API auf Ihr Vermögen. Tägliche Zahlung, Schutz, verdienen Sie Ihre Bedingungen, traditionelles Sparkonto. Okay, Vertrags Kategorien. Aha. Laufzeit in 12 Monate. Ich kann es dir, um ehrlich zu sagen, nicht sagen, ob das wirklich gut funktioniert. Das Einzige, was man wirklich machen kann, wenn du daran vielleicht Interesse hättest, die sind ja schon seit 2000, was war das? 9? 19? 19. Wenn das wirklich stimmen sollte, sie seit 2019 sind auf dem Markt. 4 Jahre. Würde ich vielleicht mal in 100er reingehen und mal gucken, wie es so die ersten 6 Monate läuft, ne? Also ich vertraue sowieso solche ganzen Projekte überhaupt nicht mehr. Bin auch tierisch oft und viel auf die Fresse gefallen in den letzten Jahren. Ich habe auch viel Geld verbrannt mit sowas alles. Wie gesagt, da wäre ich vorsichtig, 100 Euro rein, mal gucken, wie es läuft. Und nach 6 Monaten, wenn du da schon einiges auch wieder ausgezahlt hast und wenn es nur kleine Beträge sind, vielleicht noch mal ein bisschen was rein, damit du den Einsatz dann komplett rausholen könntest und dann nur noch mit den Gewinnen machen. Ne? Empower, der Supply-Angebot von Bitcoin ist durch die ETFs auf ein Supply-Angebot tief bei
Coinbase seit 9 Jahren und das in einem Monat. Stellt euch vor, wie das in einem Jahr aussieht, wo dann XRP bei 30 Cent ist, weil wieder irgendwas fehlt. Empower. Wenn du das denkst, ne, 30 Cent wäre geil, würde ich kaufen. Das wäre ja nochmal so ein Traumkurs für mich. Aber Glenn denke ich nicht. Frank, hallo MCM Community. Liebe Grüße aus dem Rheinland. Symphonikus, XRP bleibt immer klein. Oh, hundertprozentig, mein Freund. Endlich hat es jemand gesehen. Endlich hast du es wenigstens verstanden. Ne? Ich bin voll bei dir. Weltglück, bis 26. Nein. Nein, nicht 26. Argon, guten Abend alle miteinander. Johannes, heute habe ich knapp 400 Pins verpackt. Ich habe viereckige Augen vom PC. Das hat satte 8 Stunden gedauert. Jetzt bin ich fix und foxy. Das kann ich mir vorstellen. Deswegen Respekt, dass du so eine Arbeit machst. Doc Acerola, es geht nur um Kohle. Dabei ist die Nationalität völlig unerheblich. Richtig. Richtig, genau, aber das verstehen viele nicht. Ne? Viele sagen, oh, es ist ein US-Konzern, Ripple, deswegen Russland, China, die ganzen BRICS-Staaten, sie werden es nicht nehmen. Nee, deswegen steht ja auch, China ist verbunden mit Ripple. Brasilien, absolut Ripple und XLM. Südafrika, Ripple, XLM. Indien, brauchen wir gar nicht reden, das ist voll mit Ripple-Technologie. Russland, ja, ist immer so ein kleines Fragezeichen. Da wissen wir bisher nur, dass die Staatsbank natürlich von Russland Ripple-Technologie schon getestet hat. Sehr erfolgreich auch. Und selbst Russland sagt nicht Nein zu einem US-Produkt. Ne? Man muss sich vorstellen, was ist denn mit Microsoft? Ist ein US-Weltkonzern. Es ist ein globaler Konzern. Damit vergleiche ich es am liebsten immer. Und jeder verwendet Microsoft. Oder Apple. So, ne? Was ist Apple? Danke, US-Konzern. Und so ist es mit Ripple auch. Singleberry, den BRICS-Staaten ist es total egal, dass Ripple ein US-Unternehmen ist. Die wollen Geld verdienen. Richtig. Star, liebe Grüße aus dem Erzgebirge von Panorama Berghotel Wittina Höhe. Leider habe ich gestern deinen Livestream verpasst und kann auch heute nicht lange dabei sein. Aber morgen bin ich wieder voll dabei. Dankeschön und geil. Oh. Symphonikus, hi Marcello, gibt es eigentlich was Neues wegen der Klage? Ist da nicht eine Woche Fristverlängerung jetzt vorbei oder vertue ich mich? Ne, am 19. sollte es, glaube ich, vorbei sein. Jetzt hat ja irgendwie, glaube ich, das Schreiben, du ganz ehrlich, ich weiß nicht, irgendwas am 19. war, ne? Also die Klage ist für mich nicht gerade relevant. Wie gesagt, da will ich nur wissen, wie viel Ripple bezahlen muss. Sie müssen so oder so. Ich meine, am 19. soll was gewesen sein, also gestern. Aber ich habe nichts mitgekriegt, um ehrlich zu sagen. Peter Meter, hallo, schöne Grüße. Annie Scorby, ich denke Juli, August 20 Dollar. Ja, August denke ich auch. Und dann werde ich Single Band nur noch ärgern. Dann haue ich nur noch Prognosen raus, mein Freund. Neo Crypto, für mich ist XRP unter anderem eine Versicherung. Wenn die Geschäftswelle kollabiert aufgrund einer nicht kalkulierten schwarzen Swan, wird XRP der Phönix sein, der schnell die Liquidität dann schnell wie möglich zur Verfügung stellt. Könnte möglich sein, muss aber nicht. Single 24 wird definitiv ein krasses Jahr in der Kryptowelt. Hundertprozentig, ja. Ach, nicht Single Startrampe. Johannes, die 200 bis 400 Dollar sehen wir sicher nicht in 4 Wochen. Ich habe doch gesagt im Juni und August. Da hast du recht, ne? Und du bist kein Experte, also irgendwas läuft ja falsch. Neo-Krypto, also kein XRP im Depot zu haben, ist mehr als fahrlässig. Naja, das muss ja jeder für sich wissen, ne? Also ich kann nur jedem raten, schaut euch den Schmutzfink mal an und was da alles hintersteckt, ne? Und wer, wie, wo, was das auch benutzt, oder? Kommt hier rein und fragt dann persönlich. Ne? Ihr habt ja auch alle Antworten für die dann. Innie Scorby, MC, hast noch etwas von Zizek gehört? Hab gestern seine Videos angeschaut. Ich denke, es wird genauso kommen. Nee, zurzeit habe ich überhaupt nichts von ihm gehört. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Ich habe ihn auch schon ewig jetzt nicht mehr angeschrieben. Er war seiner Zeit voraus. Wie ich schon immer sage, er ist wirklich der David Schwarz des deutschsprachigen Raums. Das ist er absolut gewesen schon.
Aber wie gesagt, man hat ihn natürlich auch sehr verhöhnt und mies angemacht. Und deswegen hat er gesagt, er hat keinen Bock mehr drauf, ne? Wenn die Leute es nicht verstehen, selber schuld, hat er dann gesagt. Und ich kann ihn zum Teil ja auch verstehen, ne? Weil wenn man wirklich unter die Gürtellinie geht, ich meine, ich bin ja eine Person, versuchsräuchert, bringt nichts. Aber jeder Mensch ist eben halt anders, ne? Und dann sagt er sich auch, ja, ihr könnt mich alle mal am AA, ne? Und gut, ich respektiere das auch. Doc Acerola, kein Vertrauen in Experten, Johannes. Maximus, MC, was ist besser? Shane oder Vera? Wo soll ich einkaufen? Was ist Shane? Ich kenne kein Shane. Veracity kenne ich, aber Shane kenne ich nicht. Was ist Shane? Shane. Kriege ich nicht. Krieg nur Shane. Hast du Shane oder Sheen geschrieben? Wo war ich denn jetzt hier? Maximus, was ist besser? Shane. Nee, kenne ich nicht. Kann ich dir nicht helfen? Und wenn du nicht weißt, wo, wie, wo, was du da kaufen willst, dann mach 50-50. Wenn du 100 Euro investieren willst, mach 50 da, 50 da. Startrampe, ich hoffe auf baldige Anstiege bei allen Coins. Möchte ein kleines Polster auscashen können, falls ich den Job schmeißen muss. Nächste Woche noch VeChain, Veracity und XRP nachkaufen. Kann ich gut verstehen, ne? Dann hat man wenigstens so ein bisschen finanzielle Absicherung. Maximus Tribun sagt, ich soll BitTorrent kaufen. Ich habe den einmal gekauft, da bin ich, ja gut, Gott sei Dank nicht auf die Nase gefallen. Ich bin auch gerade plus minus null rausgegangen. ich lasse die Finger davon. Zimbo, kryptische Grüße an die ganze Bande. Geile News, MC. Vielen Dank. Danny für, mache ich gerne. Neo-Krypto, den Kursverlauf seit 2 Tagen bei Alchemy ist sehr bemerkenswert. Der Kurs wird explodieren. Da wird Dampf gemacht von den Bullen. Ja, im Moment muss man wirklich sagen, ja. Palmes, er hat einfach immer eine Ausrede. Gestern platt und am Jammern, heute will er wieder nicht auf die Insel. Ey, wir müssen uns wirklich auf der Insel treffen. Wir beide. Ich glaube, das wird echt geil. Ich glaube, wir sind dann wie so ein altes Ehepaar. Kufox, also, wann 100 Dollar? Wenn ich es dir sage. Transatlantic, nee, wann 771? Ja, das klingt schon interessant da. Könnte sehr bald kommen. 23, ja, für mich ist es offensichtlich und unumgänglich, die persönlichen Dokumente als NFT auf der Blockchain zu haben. Absolut fälschungssicher. Der einzige Knackpunkt könnte der öffentliche Zugang sein. Da muss man sich noch was einfallen lassen und die Daten zu schützen natürlich. Könnte man im Endeffekt ja vielleicht mit einer persönlichen Identifikationsnummer vielleicht sperren, so gesehen. Der Einzige, der natürlich Zugriff drauf haben muss, und das wird natürlich auch sein, das ist dann der Staat natürlich. Somit können auch niemand mehr seine Dokumente verlieren. Theoretisch hast du recht, aber da haben wir wieder den Knackpunkt, ne? Dann verdient der Staat doch nichts dran. Überleg mal, wie oft verliert man seinen Personalausweis, seinen Führerschein oder sonst was? Und wie oft klingelt dann die Kasse beim Staat? Weil sowas würde der Staat ja nicht mehr dran verdienen. Und damit meine ich ja nicht nur Deutschland, aber meine ich allgemein, ne? Aber im Endeffekt gebe ich dir recht, das ist eine geile Idee eigentlich. Ich denke auch schon, dass die Asiaten da dran sind. Startrampe, bitte in 4 Wochen 200 Euro per XRP, dann passt mit meiner Kündigungsfrist. Ganz ehrlich, wenn XRP bei 200 Dollar ist oder 200 Euro, hast du keine Kündigungsfrist außer von jetzt auf gleich sofort. Was will man denn machen? Startrampe, die Online-Funktionalität des neuen Personalausweis ist ja auch schon gehackt. Das ist ja auch nichts Neues. Ne? Single Mayor, wenn alle Kryptos solche Moon-Kurse erreichen würden, wie alle hier so erträumen, müsste das Marktkapital der Kryptos das Vermögen aller Immobilien und Geldgüter übertreffen. Wie soll das gehen? Single Mayor, warte auf den Bullenmarkt. Du wirst es schon sehen. Shane,
eine Startrampe. Hab heute im Krankenhaus einen alten Musikverein-Kameraden im OP-Hemd im Gang rumstehen sehen. Bin nach der Frühschicht besuchen gegangen. Er hat sich abartig gefreut. Er ist 83 Jahre alt. Er hatte gestern Herzprobleme und wurde eingeliefert. Er konnte nicht fassen, dass er am ersten Tag gleich Besuch bekommt. Er hat ja nur noch seine Tochter. Ach du Schande. Das ist geil, aber. Zum ersten Mal gechattet. XRP 123456. Hallo an den harten Kern und MC natürlich. Hab mal eine Frage. War nicht irgendwas mit 20. Februar zwecks SSC XRP? Schönen Stream noch und geile News bei Alchemypay. Dankeschön und erstmal willkommen. Ich meine der 19., aber da kam nichts. Vielleicht auch der 20. Ganz ehrlich, also der Prozess ist so für mich eher so zweitrangig, ne? Wenn nicht sogar drittrangig. An erster Stelle steht für mich absolut die Entwicklung und wie verbreitet Ripple natürlich seine Technologie weiter. Das ist natürlich so der nächste Knackpunkt, ne? Und der Prozess für mich als XRP-Inhaber ist vorbei. Ne? Seitdem XRP an der US-Börse, sage ich mal, kein Wertpapierhandel ist, ist für mich ein totaler Erfolg. Weltblick, in Österreich funktioniert das auf einer App schon, wo alles hinterlegt ist und vom Finanzamt heruntergeladen werden kann. Reisepass, Personalausweis, Führerschein, Zulassungsschein vom Auto, alles am Handy dabei für die Verkehrskontrolle. Ja, ihr seid doch scheiße. Siehst du, 23, die Österreicher sind schon so weit und wir kriegen es nicht geschissen. Wer ist nochmal wirtschaftlich stärker? Danke. Und trotzdem sind alle digital weiter als wir, verdammt. Naja, das ist auch geil. Zum Beispiel in Asien, da gehst du auch gar nicht mehr zur Behörde. Das machst du online. Du hast auch so eine Identifikationsnummer. Da gibst du die einfach ein, machst das fertig, bezahlst, kommt zu dir nach Hause. Oder kriegst es per E-Mail, kannst du runterladen, wenn du es unbedingt auf Papierform haben möchtest. Ey, das ist so geil. Dankeschön. Abo Rashido, danke MC. Hast du auch AI-Projekte in deinem Portfolio? Wenn ja, welche? Ich habe noch ein bisschen Fetch AI drin. Ich habe Veracity, machen auch KI-Technologie. VeChain genauso. Aber direkte AI-Projekte, das ist nur Fetch bei mir. Startrampe. Alchemy habe ich leider nicht. Gab es bei Bitpanda und Bison nicht. Egal, habe 16 andere Coins. Ja, da wird wahrscheinlich der eine oder andere richtig durchknacken dann bei dir. Keine Panik. Neo Crypto. Alchemy wird bald in mein Portfolio-Rangliste höher steigen. Bin bullish. Ja, warte mal ab. Na, also wie gesagt, der Bullenmarkt interessiert mich. Jetzt interessiert mich das gar nicht. Das ist schön zu sehen, aber wie gesagt, bis zum Bullenmarkt muss ich noch mich ein bisschen gedulden. Qualm ist, Alchemy gibt es bei Panda. Kufox, ich habe so schlecht investiert, aber naja, ist mein erster Bullrun. Wenn ich 100.000 schaffe, bin ich schon glücklich. Abwarten, vielleicht machst du ja auch mehr. Kufox möchte keine XRPs verkaufen vor Anwendung. Du, das tue ich auch nicht, deswegen habe ich seit 7 Jahren meine... Und du jetzt ja wieder siehst, geht es ja nicht, dass du MC im Zweiteiler verpasst. Zweiteiler verpasst. Hä? Ach, findet er wohl nicht. Okay. Johannes, PostFinance bringt als erstes systemrelevante Bank in der Schweiz den Kryptohandel direkt zu ihren Kunden. Ninnen. Der einfache Zugang und die niedrige Einstiegsschwelle von 50 US-Dollar für Kryptosparpläne und Einzelaufträge machen diesen Dienst besonders zugänglich und demokratisieren den Kryptomarkt für alle. Oh, ist eine geile Sache. Kufox, $20 im August. Die Prognose sind schlimm. Warum? Finde ich nicht. Brillicoin, hi MC, schön wieder August. Ja, 100%, der Prozess ist auch im August zu Ende.
Olli, etwas zu spät. Hallo Freunde und MC, was habe ich verpasst? Alchemy Pay geile News, XRP geile News, Ripple geile News, XRP Ledger Entwicklung geile News, aber kann ich dir jetzt nicht mehr aufrufen. wo warst du denn gestern, mein Freund? Hey? Siehste, wir haben dich vermisst gestern. Max Rosenberg, heute versucht mir wieder jemand XRP aus dem Kopf zu schlagen. Ich schaute ihn an und kaufte nochmals nach. Oh, perfekte Reaktion, ne? Startrampe, Ricardo, gab's bei uns in D früher auch mal. War aber bald an der Bildfläche verschwunden. Von der Bildfläche verschwunden. Okay. 23. Wir haben Kleinanzeigen. Oh, okay. Anton XRP, dann wollen wir mal hoffen, dass wir einen prognosereichen August kriegen. Ja, 100%. Die einfach abwarten. Daniato, hallo Freaks, grüß dich. 23. V-Shane, ach so, V-Shane. Ob man sich Veracity oder V-Shane. Wie gesagt, da kann ich dir kann ich niemandem helfen, weil V-Shane ist eine Bombe, Veracity ist eine Bombe für mich, also. Wenn ich mich da entscheiden müsste, müsste ich 50-50 machen. Ja, wenn ich 100 Euro habe, 50 in V-Chain und 50 in Veracity. Q-Fox, August 50 Cent, was machen wir dann? Weiter Prognosen in den Raum werfen? Nein, dann halte ich meinen Mund. 31.08. XRP ist bei 50 Cent, dann halte ich meinen Mund bei Prognosen. 29. Kryptos bei normalen Banken ist safe. Schweineteuer mit Gebühren und so. Natürlich. Und das Schöne ist, selbst wenn die Banken gehackt werden oder es irgendein Systemfehler und du verlierst deine Kryptos dadurch, ist nur der Einsatz versichert. Nicht, wenn du jetzt zum Beispiel 1.000 Euro investiert hättest in Kryptos, die sind dann 10 oder 100.000 Euro wert, bekommst du nur deine 1.000 Euro und nicht die mit dem Gewinn die 100.000 dann. Ne? Also von daher, Maximus, V-Chain, scheiß Handy. Macht doch nichts. Aber wie gesagt, es sind beides für mich geile Projekte. Da kann ich wirklich niemandem helfen, wo man investieren soll. Ne? Außerdem müsst ihr das selber wissen. Nur wenn ich investieren müsste, jetzt in beide, würde ich 50-50 machen. Ne? Dann ja, doch, V-Chain macht Pause und fällt auch ein bisschen. Hoffentlich nicht mehr unter 4 Cent. Doch, ein bisschen mehr noch. Noch habe ich nicht mein Geld. Obwohl, ich muss nur gucken. Eigentlich müsste es drauf sein. Da dran, V-Chain. Okay. QFox, hoffe, Alchemy macht bald, was V-Chain gemacht hat. Ja, wartet ab, wartet auf den Bullenmarkt ab. Sie erweitern ihr System, sie erweitern ihr Programm und sie greifen richtig Asien wieder an. Es ist geil. Es ist geil, was Alchemy Pay da echt abzieht. Ich denke schon, da haben wir wirklich einen kleinen Golden Nugget in unserem Portfolio. Sanremo, bis jetzt konnte ich nur zuhören. Sonnige Grüße von der Insel. Grüß dich, Remo. Q-Fox, mal so 50%. Warte den Bullenmarkt ab. Und ich weiß ja nicht, ob du das aushältst. Startrampe. Grüße auf die Insel, Sanremo. 23. Start verdienen am Drucken von Ausweisen, Dokumente versus die ganzen Verluste durch Sozialbetrug im mehrstelligen Milliardenbereich. Ja, aber du weißt auch, wer zum Beispiel in Deutschland da oben sitzt. Jetzt nicht nur die, die jetzt da das Ruder in der Hand haben. Darauf will ich ja gar nicht eingehen. Aber diese ganzen alten Daddys da oben, ne, die müssen echt weg, weil die überhaupt nicht modern sind. Die sagen sich wahrscheinlich, ja, was vor 50 Jahren gut war, das ist immer noch gut. Warum sollen wir es ändern? Guck doch mal an, wie die Digitalisierung in Europa vorangegangen ist und dann guck dir mal, wo wir eben leben in dem Land an. Ne? Die Digitalisierung, das ist lächerlich. Ich weiß ja nicht, ob du Kinder hast. Also meine Tochter hat ja ein iPad bekommen von der Schule. Das Ding ist arschschwer, wo ich mir denke, Alter, hau ich damit jemanden auf den Kopf, der ist weg vom Fenster. Und zwar richtig, so schwer ist das Scheißding. Wo ich mir denke, wollt ihr mich veräppeln? Nimmt doch Samsung, nimmt doch, Gott, wer weiß, man, Huawei oder sonst was. Die sind schön leicht, da hast du mehr Funktionen, die sind vernünftiger. Aber diese Apple-Mist, den sie da kriegen in der Schule. Und dann will man mir erzählen, Digitalisierung, das ist Schrott, das Ding. Kufox, du warst skeptisch mit 23, aber was mit 24? CK, am Anfang, wo ich in Krypto investiert habe, wollte ich nicht an diese großen prozentualen Steigerungen glauben.
Aber wenn ich mir AGX angucke, fast 700%, das stimmt mich so positiv auf dem Bullenmarkt, wird auch mein erster. Oh, Kacke. Das wird auch nicht dein letzter. Du bist süchtig, mein Freund. Was glaubst du, warum ich in der Kryptowelt bin? Ich bin ein scheiß Junkie. Ja, man glaubt es nicht, ne? Wenn so ein Spinner wie ich daherkommt und sagt, jetzt nicht nur mit XRP, ne? Auch mit anderen Kryptos und so, 1000, 10.000% ist bei einigen immer drinne. Da denkt man natürlich, wenn man noch nie im Bullenmarkt mitgemacht hat, ey, was redet der für ein Scheiß? Dann guckt man sich zum Beispiel ja dann natürlich den Aktienkurse mal an und sagt sich, ja, 1000%, 10.000% in 12 Monaten? Passiert bei Aktien nicht. Das funktioniert bei den Kryptos nicht. Aber es funktioniert wirklich. Aber ihr werdet es sehen. Neo Krypto bei ca. $20 im Sommer bei XRP ist der nächste Winter nicht in der EU. Definitiv. Nee, ich werde auf jeden Fall nicht im Kalten sitzen im Winter. CryptoWhited, ich habe ja schon immer gesagt, 24, 25. So sagt auch David Schwarz, mein Freund. Ja, auch wegen Tokenisierung natürlich, ne? Und die wird ja dieses Jahr, soll sie ja anfangen. Ah, CryptoWhited, die ganze Welt wird tokenisiert. Alles möglich, ja. 23. Hier steigt mir keiner bei nur $20 aus. Da ist einer eine Ansage. Du, bei mir musst du dich nicht wundern. Also ich werde bestimmt nicht aussteigen. Ich werde dann mich wieder umdrehen, mich freuen mit einem breiten Grinsen und weiter schlafen. Ne? Krypto weiter. Nicht nur XRP wird profitieren, sondern viele Kryptowährungen. Ja. Indalo, alles gut. Ist bestimmt ein anderer Remo von der Insel. Singleware, wenn selbst David Schwarz schon sagt, dass es noch seine Zeit braucht, dann muss da wohl was dran sein mit 25, 26. Nein. Warte ab. 26 auf jeden Fall nicht, weil ich will nicht, dass Weltglück recht hat. Sorry, aber das darf nicht passieren. Nur Betsy, war die Tage noch beim Amt, Reisepass und Ausweis beantragt, 107 Euro bezahlt. Oh, ist doch schön. Das freut mich doch. Aber ist eigentlich billig, ne? Reisepass und Ausweis, gab es im Doppelpack billiger? Beziehungsweise verlängern lassen. Ah, okay. Wollte gerade sagen, nur Neumassen kosten ein bisschen mehr. Stellar XLM? Ja, Stellar meint der XLM. Nur Patsy, da fragt man sich, wofür man Steuern zahlt. Show für Peru? Ach ja. Ja, du musst das ja auch verstehen, ne? Die anderen brauchen auch ein bisschen was. Ist auch okay. Krypto weiter. Der digitale Euro soll spätestens bis 26 gestartet sein. Das heißt, 2025 sollte das Jahr für CBDC sein. Ja, da wird die Masse natürlich einführen, ne? Die meisten Länder. Aber es wird auch schon 24 beginnen. Anfangen sollte es so langsam, aber schon dieses Jahr. Oh, Crypto weitet. Irgendwie sind wir voll doof, ne? Indalo, sie schau ihn mir morgen an. Kryptowalte, mal abwarten. Singbär, so viel zum Thema Deutschland Industriemarkt. Na, nee, da brauchen wir jetzt nicht gucken. Kann jeder drauf gucken. Ich weiß, dass die nicht gut dastehen im Moment. Kuvox, naja, Alchemie bei $1 wäre gut, MC. Sehr gut. Ich denke schon, dass der kleine Schmutzfink $1 erreichen kann. Also zwischen 50 Cent und $1 auf jeden Fall. Ob er genau den Dollar erreicht, muss man natürlich gucken. Er könnte natürlich auch viel höher gehen. Wer weiß das schon, aber. Potenzial und Wahrscheinlichkeit ist natürlich auf $1 und schauen wir mal. Neo-Krypto, Alchemy kann man aber nicht wegschicken bei Bitpanda. Deshalb habe ich bei Kraken gekauft. Oh, scheiße, ich noch ein Grund. Ich muss mir unbedingt Kraken mich anmelden, ne? Weil ich glaube, auf Bitpanda kann ich Alchemy Pay nicht zurückschicken. Und bei Conmercy könnte ich, aber die brauche ich für andere Coins vielleicht in dem Zeitraum. Kacke, wenn Kraken das auch kann, dann muss ich noch zu Kraken. Qualmes, Zweiteiler, Bikini, Startrampe, hat mich verstanden. Er jammert, dass er blind ist, da Archie nicht gefunden hat. Ich hoffe doch für ihn, dass er jetzt wieder sieht. Oh. Du willst es richtig drauf ankommen lassen, ne? Aber kriegen wir hin, ist kein Problem. Aber Rashido, MC, meinst du, ein 10-mal wäre möglich, wenn ich XRP bei 37
Cent, Euro und WeChain 0,02 Durchschnitt gekauft habe. Bei XRP natürlich mehr wegen der Verwendung. Pump, keine Ahnung, können wir sehen, zwischen 5 und 10 Dollar vielleicht. WeChain, ich gehe davon aus, dass WeChain tatsächlich Minimum 1 Dollar schafft, wenn nicht sogar auch 3 Dollar. Wenn du dann 10 mal 10 rechnest, bin ich leider mit meinen Prognosen ein bisschen drüber. Und du musst bedenken, letztes Mal hat WeChain, glaube ich, 27 oder 26 Cent geschafft. Ne? Also 10 Mal schafft er locker. Kuhfuchs, es gibt jeden Tag geile News. Nur der Preis bringt keine geilen News. Nein, weil der Preis geht nicht hoch, weil eben noch keine Verwendung da ist. Keine große. Mercedes-Checker, Servus, gerade gekommen. Ethereum fast auf 3000 Dollar. Boah, lass ihn mal. Kommt weiter. Ich glaube auch eher 0,901. 0,001. Hä? Okay. Ach, Luna Classic, Kufox. Lass erstmal den 1 Cent erreichen und dann sehen wir weiter. Olli der da war. Sonne Grüße aus Mexiko in die Runde. Grüß dich. Kufox, beziehungsweise was sagst du wieder? Bessere Abschneiden vom Kurs her. WeChain, Rarity oder Alchemy Pay? Ganz ehrlich. Kann ich dir nicht sagen, dass wenn wir im Bullenmarkt sehen, wer am besten da abschneidet, ne? Es könnte auch eine ganz klare Überraschung sein und Luna Classic geht irgendwie auf 1 Dollar, ne? Aber nein, Spaß beiseite. Das kann dir im Endeffekt jetzt keiner sagen, ob WeChain, Veracity oder Alchemy Pay natürlich am besten abschneidet, irgendeiner von den dreien. Sie haben alle drei das große Potenzial, dass sie wirklich sehr gut abschneiden werden im Bullenmarkt. Ob das so kommt, wird man sehen. Bididi, der ganze Markt steigt wieder. Nö, ne? Och, nö. Na gut, dann ist es eben so. Hat man wieder die kleine Pumpe gefunden bei Bitcoin, ja? Ah, was soll's. Aborashido, XRP und WeChain sind meine größten Positionen. Ja gut, bei XRP könntest du vielleicht noch warten. Oder müsstest du vielleicht noch warten. Aber bei WeChain wirst du im Bullenmarkt deine Freude haben. Das denke ich schon. Also ich werde mit WeChain wirklich richtig große Freude haben. Kaleido, wollt ihr mich veräppeln? Der war gut. Okay. Genier mich. Ardo, Jasmine Coin ist heute wach geworden. Okay, freut mich für dich. Ich hab den nicht. Ich will den noch gar nicht haben. Single Bear, bei 20 Dollar werde ich sicher 20% der XRP-Bestände verkaufen. Investment und Gewinn schon als Sicherheit herausnehmen. Warum nicht? Ist auch eine Idee. Ich persönlich nicht. Ich gehe da volles Risiko ein bei XRP, weil sonst entweder es rockt jetzt richtig oder Feierabend. Kuhfox, vielleicht ist im Bullrun XRP bei 100 ohne Verwendung. Nein, das kann er nicht schaffen. Das sage ich sogar. Olli, ich höre dich schon im September sagen, lieber Marcello, nee, ich mache keine Prognose. Derweil sitze ich heulend auf dem Kriechboden. Nö. Ich habe noch nie geweint, wenn eine Prognose nicht gekommen ist oder weil die Verwendung nicht gestartet ist oder ich lage mal falsch. Dann ist das so. Ich habe leider keine Milliarden oder habe nicht die Möglichkeit, den Markt zu manipulieren. Das ist so mein Problem, ne? Anton XRP, MC, lege dir noch ein bisschen was für eine Heizlüfter beiseite, damit du im nächsten Winter nicht im Kalten sitzen musst. Ich habe einen Heizlüfter. Keine Panik. Ich auch die Idee, den anzuschmeißen hier im kleinen Räumchen, ne? Aber nee, da bin ich zu geizig. Dann ziehe ich mir was Dickeres an und fertig. Kryptowährungen, ja, alle sind prepared für 25, das ist safe. Na, ich will 24 schon ein bisschen was sehen. Da kommt doch noch was. Johannes, wenn die XRP vor dem Bullenmarkt durchstartet, dann werde ich die ersten Coins, die auch dafür geplant waren, bei 10 bis 20 Dollar verkaufen. Warum nicht, ne? Olli,
Bin bis über beide Ohren voll mit XRP und Altcoins. Nächstes Jahr um diese Zeit heule ich. Entweder weil es nicht funktioniert oder weil es aufgegangen ist. Sag am besten März 25. Halte das mal fest. März 25. Und ich wette mit dir, du wirst flennen wie ein kleines Baby in den Armen deiner Frau. Aber nicht, weil du kein Geld hast. Singleberry MC, der Bericht, wo Deutschland bezüglich Internet steht, wäre wichtig gewesen für Blockchain und Krypto. Denke ich nicht. Deutschland steht internetmäßig auch am Arsch. Empower, es hieß 2020 geht's los, dann 21, dann 22, dann 23, dann 24 und jetzt schon 25 und 26. Nächstes Jahr heißt es dann 27. Nee, bei mir nicht. Bei mir absolut nicht. CryptoBytet, manche machen sich viel zu viel Sorgen, ob überhaupt XLM, XRP, Harbor jemals hohe Kurse erreichen wird. Ja. Aber ich sage euch mal eins, bleibt positiv und motiviert es wieder sowieso passieren. Die Frage ist nur wann und die nächste Frage ist, was ihr dann macht, wenn es passiert. Richtig. Ach was, D, habe, hab ich 3 Stück, ich kein. Dieses Jahr auf 1 Dollar, 25 auf 50, ach. Und Shiba auch, 25 bei 0,76 Dollar. Alter Schwede, okay, da bin ich mal gespannt dann. Kufok MC, wenn du zum zweiten Mal Trillionär wirst, dann durch XRP, will ich eine Rolex von dir einfach wegen deiner Prognose. Also, wenn ich natürlich Trillionär werden würde, dann kriegst du von mir auch eine Rolex, ist doch klar. Daniator, geht nicht an mich. Startrampe, hab gerade gemerkt, dass ich 17 Kryptos habe, hatte gedanklich die paar GRD verdrängt. Da siehst du, einer wird dir schon ein bisschen Geld bringen. Singleberry, 80% der XRP-Halter sollte doch wohl reichen. Da muss man doch nicht alles auf Risiko setzen. Ja, es kommt ja immer darauf an, wie viel man dann hat, ne, an Stückzahlen. Das ist ja das Problem. Amdo, hi MC, wann geht's endlich los? Der Bullrun soll endlich losgehen. Kann es nicht mehr erwarten. Das auf und ab nervt. Hab nur stabile Projekte, die noch rumgammeln. Ah, warte auf den Herbst dieses Jahres. Eher nicht, denke ich. Startrampe, werde nicht allzu viel bis zum erwarteten Crash investieren, aber ein wenig schon, um DCA treu zu bleiben. Okay, Daniato, hab auch das Gefühl, dass wir einen mega und langfristigen Bullrun bekommen werden. Die Stimmung kippt jetzt nicht mehr, ausgeschlossen. Ja, es ist immer so fraglich. Kufox, ich liebe dich doch, MC. Ja, das freut mich für dich. wenn ich das nächste Mal Trillionär werde, dann kriegst du auch eine Rolex von mir. Gell? Versprochen. Olli, ich will keine Rolex von dir. Ich will nur zurück in die Gruppe. Dann musst du dich leider mit Marco unterhalten. Guanya, bei XRP sind alle Prognosen nicht eingetroffen. Guanya, du bist doch Roger von YouTube. Johannes, ich hätte auch gerne eine blaue Rolex. Bitte, danke. Die kannst du dir selber kaufen. Speedy, die MC, ich glaube, dass der Bullrun Anfang 25 zu Ende ist. Dann geht alles runter bis Ende 25. Dann startet erst die ISO-Coins. Nee, Anfang 25 kann ich mir nicht vorstellen, dass der Bullenmarkt dann zu Ende ist. Ganz ehrlich. Also ich denke schon, dass wir so zwischen 12 und 15 Monate lang Bullenmarkt haben werden. Danach, der nächste Bullenmarkt. Da könnte ich mir vorstellen, dass es natürlich kürzer und heftiger wird. Aber ob alle ISO-Coins starten, das denke ich auch irgendwie nicht. Das ist so ein kleiner Trugschluss von den meisten, dass sie immer denken, von wegen alle ISO-Coins werden erfolgreich sein. Kofox, nein, nur ich bekomme das dann eine XRP-Rolex. Lucke 2000, Abend, hattest du nicht noch XRP-Proton? War das nicht auch ein ISO-Coin? Was geht denn da noch? Nee, ich hatte kein XRP-Proton. Kufox, ich sag schon, dass ein XRP-Rolex. Ach du Schanze. Ja, könnte passieren. Ach was, die Armageddon, 3 Stück, Anzahl.
Drampe, wenn wir wegen XRP auf die Insel kommen, lassen wir uns eine schönen Automatikuhr mit XRP-Logo in Kleinserie mit schwarzem Werk fertigen. Können wir machen, ne? Singleware Bullrun ist eher Herbst 25 zu Ende. Ja, ich tendiere sogar eher Richtung November, Dezember 25, ne? Meistens ist so wirklich Bullenmarktende immer wieder November, Dezember. Olli, okay, will jetzt noch eine Rolex. Wann werden die verteilt? In Teneriffa, wenn wir die 10 Fass Bier kippen? Also, kann passieren, dass du eine Rolex von mir in den Kopf geknallt kriegst. Johannes, oh, du hast Kuhfuchs lieber als mich. Ein ganz großes Schluchzen. Schaffst du erstmal die 100er-Serie? Gucken wir mal, ob du die schaffst. Und dann mehr reden wir weiter. Levins, XRP auf 200, $400. Wie bitte? Ja, das waren Forbes. Experte. Aber nicht wieso, weshalb, warum. Er hat einfach so das rausgehauen. Olli, was ist überhaupt eine Rolex? Ein Auto? Qualmes, da kann man sicher bei so einem Typen am Strand günstig kistenweise Rolex kaufen. Davon gehe ich aus, Teneriffa, ne? Singleware, brauche keine Rolex, will nicht so etwas tragen. Das würde sicher Neid erzeugen in Ländern, die weniger besitzen. Na, stimmt, muss man aufpassen. Sanremo, wenn ich exklusive Schweizer Uhren wollte, ein Freund von mir hat in Zug eine kleine Uhrenmanufaktur. Siehst du, da können wir hingehen. Startrampe, der macht uns das dann. Kommt dabei, Dad. Die Frage aller Fragen, Marcello. Was soll ich essen? Pasta oder Pizza? Pizza geht immer. Pasta, da muss man mal zwischendurch mal ein bisschen Abstand halten. Daniato, MC, warte und halte erstmal diesen Bullenmarkt ab. Was dann, wann und überhaupt noch? Kommt, weiß nicht mal die Glaskugel. Ja, aber warte mal diesen Bullenmarkt ab. Ihr werdet alle richtig schön euch freuen. Qualmes, du musst von der Vorlerei weg. Denke an deine Gesundheit. Von Salat bleibt die Beine dünn. Und füllt auch nicht. Ich müsste ja mindestens 10 Kilo Salat essen, damit ich überhaupt einen vollen Magen kriege und dieses Gefühl habe. Singleware, die Schweizer und Franzosen bauen die Uhren der Welt. Nein, die Schweizer finde ich besser als die Franzosen. FSD, hattet ihr schon besprochen? USA-Banken haben einen Sammelbrief von Gary an Glatze Gary gesendet. Ja, er soll vorwärts machen, wie sie wollen in Bitcoin-ETF investieren. Ja. Olli, ich will auch keine Rolex. Nicht zur Arbeit zu müssen, reicht völlig aus. Speedy, die MC, schauen wir wer recht hat. Mach einen Screenshot, der Verlierer zahlt. Eine Runde auf Teneriffa. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Mach den Screenshot. Ach was, D. In Schaffhausen ist die IWC. Okay. Olli, heute wieder fast kaputt gegangen auf der Arbeit. Einziger Lichtschimmer Marcello. Marcello, sein Stream und diese Gruppe und XRP. Dankeschön. Kommt dabei, ich höre da Pizza Hawaii von jemandem hier. Der von mir bestimmt nicht. Pfui. Ich würde mir den Mund mit Kernseife auswaschen, wenn ich sowas im Mund nehmen würde, dass du sowas essen sollst. Singleware, richtige Uhren kosten sicher um die 250.000 Schweizer Franken, sprich 270.000 Euro. Sowas trägt man nicht, dass ich eine Kapitalanlage. Hast du auch wieder recht. Ich bin aber eher ein Fan von Mozzarella und mit Tomate. Oh, mit Pizzabrötchen, mit Kräuterbutter und Mezzo-Mix aus Glasflasche darf nicht fehlen. Stimmt, schmeckt am besten. So, meine Lieben, heute ist jetzt wieder Feiern. Wir haben die Stunde geschafft. Ne? Nicht, dass jemand meckert hier. Ich gucke nur auf Richtung Johannes heute. morgen um 20:20 Uhr bin ich natürlich wieder hier auf Twitch für euch live dabei und ich hoffe, ich habe wieder so ein paar Lecker-Schmecker-News und schauen wir mal. Ich wünsche euch natürlich noch einen restlichen schönen Dienstagabend und sage hiermit auf Wiedersehen.